Heute kommen wir zu der herzförmigen Insel Moorea. Sie liegt 14 Kilometer nordwestlich von Tahiti. Moorea zählt zweifelsohne zu den schönsten des Archipels der Gesellschaftsinseln. Von der berühmte Baie di Cook motoren wir eine Stunde zur Baie di Oponoho, wo wir den Anker direkt unter die Magic Mountain werfen. Am nächsten Tag schnorkeln wir mit den Haien und Stachelrochen, anschließend in der Tikis Bucht. Später nehme ich an eine Allradtour rund um die Insel Moorea teil und ich freue mich schon riesig, die 132 Quadratkilometer zu erkunden. Die erste Attraktion ist der Magic Mountain in Oponoho, von dem man einen atemberaubenden Blick in den Lagune hat. Im Fluss haben wir eine Fischdose wilden Aalen gefüttert und dafür könnte man sie gestreichen. Das ist eine Pampelmus. Dann ging es weiter zu der Ananasplantage mit den bekanntesten Sorten Queen Tahiti, die sehr gut, weich und süß ist, aber ursprünglich aus Brasilien kommt. Hier sind wir in Marae, den ältesten Kultplatz Moorea, ca. 900 Jahre nach Christus.
Zum Abschluss unserer Reise kommen wir noch in den Ostkost des Moreas vorbei, bei der es viel mehr regnet als im Norden oder im Westen, und auch wir hätten 10 Minuten strömenden Regen. Nachmittag kamen wir zwar müde, aber glücklich und zufrieden wieder auf die Isis an. Vielen Dank für das Zuschauen, und sollte es euch gefallen haben, dann gebt mir bitte die Daumen hoch. Der nächste Film über Moria Teil 2 folgt in circa eine Woche.